jetzt geht's los. Hier kommen die Komiker. Grüß Gott und herzlich willkommen zu Die Komiker. Bevor Sie sich jetzt gleich kaputt lachen über die irrsinnigen Kostüme von Michi und von Christian, müssen wir schnell noch was loswerden. Ja, ganz genau. Wir haben nämlich wieder einen Haufen Briefe von Zuschauern bekommen, die etwas über unser Privatleben wissen wollen. Und ob das so ein großes Geheimnis ist, weil wir nie was drüber erzählen. Ja, und ob wir heute recht schlecht in der Schule waren. Sau schlecht. Also ja. Er. Ja, und ob wir heute auch eine sehr unglückliche Kindheit gehabt haben. Also, Sie können beruhigt sein, wir haben alle eine wunderbar glückliche Kindheit gehabt. Richtig, boah, ist schön. Wir haben den Schweinsbrunnen schon mit der Muttermilch mitgekriegt. Ja, genau, und Stubenmusi haben wir gespielt und im Trachtenzug sind wir mitmarschiert. Ja, und der Simmelknädel war unser bester Freund und jeden Tag haben wir mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut. Ja. Und am Freitag haben wir ihm unsere Dirndl angezogen und unsere Sauerkrautschuhe und dann haben wir die Gamsen gefordert mit Dampfnudeln und Trachtenbrezen. Schön was. Aber nur voll, voll schöner sind die neuen Komikersketche. Ja, voll, voll schöner. Schauen Sie mal. Juhe. Ja, jetzt schleicht's euch hier zwei, bevor ich eure Milchzehen einzeln ausreiß. Sag einmal, habt ihr nie einen Schnallen gesehen? Einen wunderschönen guten Morgen, Frau... Gschwendtner, Elfriede Gschwendtner. Unseren Herrn Bürgermeister, den Herrn Schlössl, kennen Sie sicherlich? Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Aber ich weiß, Chantal, das ist mein Künstlername. Mein Name ist Sartori. Ich bin die Pressechefin von Herrn Schlössl. Liebe Frau... Chantal? Ohne Mitbürger wie Sie, die sich ehrenamtlich engagieren, könnte eine Gemeinde wie Stritzelbach überhaupt nicht bestehen. Ha? Unbedingt? Gerade Ihre Tätigkeit ist unerlässlich für das gesunde Wohl unserer Jugend. Das hat noch nie einer zu mir gesagt. Ja, weil gerade Ihre Tätigkeit immer so wenig Anerkennung und Würdigung findet. Das ausgerechnet Sie das sagen, das wundert mich. Ja, ich bin ja auch berufstätige Mutter und Ehefrau und da kann man eben nicht alles selber machen. Ja, ich war mal nicht über Lust, gell? Lust schon, aber eben keine Zeit. Und deswegen ist es schön, dass es jemanden wie Sie gibt, wo man seine Lieben in besten Händen weiß. Ja, und deswegen verleiht Ihnen heute die Gemeinde Stritzelbach die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde wegen Ihrer immensen Verdienste um das Gemeinwohl der Gemeinde Stritzelbach. Ja, verrückt, Kaffeehaus, da steht's in Friedrich Schmidtner. Was mich speziell noch interessieren würde, was war denn Ihre Motivation, dass Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen haben? Nein, spielen wir halt. Humor hat sie auch noch. Eine großartige Person, diese Frau. Chantal. Ja, hier haben wir noch eine kleine Gabe, damit Sie in Zukunft ein etwas professionelleres Handwerkszeug zur Verfügung haben. Ja, okay. Bin ja gespannt, was drin ist. So, und noch ein Foto für die Lokalzeitung. Bitte lächeln. Ja, das kann sie ja gut, unsere Frau. Chantal. Ja. Ja, sie ist auch wirklich eine Augenweide, nicht wahr? Schön und wohltätig. Das ist eine Mischung, die uns Männern natürlich gefällt. Ja. So, dann auf Wiedersehen. Weiterhin viel Erfolg und vor allem Sicherheit im Verkehr. Danke, das passt schon, weil ich mach's ja nie ohne. Eine großartige Person. Ich wünschte, wir hätten mehr von ihrer Sorte in unserer Gemeinde. In der Tat. Aber jetzt ruft schon der nächste Termin. Ja, Wiedersehen. Wiederschauen und danke. Bin ja gespannt, was da drin ist. Diana, fahr halt heim zu deinem greislichen Schirm. Gut, bequem ist schon, aber Geschäft ist auch schon mal besser gelaufen.
Frau Lechner. Schau mal bitte. Wir sind nicht aus den Federn gekommen, gell? Grüß Gott, Frau Schächter. Ja, ich fange heute ein bisschen später an. Ja, die neue Liebe, gell? Die hält einen am Bett zipfig fest, gell? Wie meinst du? Ja, brauchen Sie doch nicht genieren. Die Frau Huber von gegenüber, Sie kennen doch die Frau Huber, gell? Nein. Schon, gell? Ja, die Frau Huber, die hat gesagt, die Seibon hat gesagt, dass Frau Lechner mal wieder was zwischen Füßen gekriegt hat, gell? Ja. Also, ich bitte Sie, Frau Schächtel, also ich glaube nicht, dass Sie mein Liebesleben von irgendetwas... Liebe, von Liebe hat ja keiner was gesagt. Jetzt ist höchste Zeit, dass Frau Lechner auf Nacht wieder beschäftigt ist. Dann braucht sie da bei den französischen Filme anschauen, gell, wo es die ganze Nacht bloß regnet und alle Leute nackt sind. Gell? Ach, sagen Sie mal, woher wissen Sie eigentlich, was ich mir für Filme anschaue? Sagen Sie mal, Frau Schächtel, Sie werden wohl nicht auf Ihre alten Tage noch eine Spannerin werden, ha? Geh, aber Sie, Fräulein, Sie haben ja keine Vorhänge dran. Die Leute vom Haus gegenüber, die haben alle schon keinen Fernseher mehr, weil sie sagen, seit Lechnerin, ja, seit Lechnerin Einzug ist, haben wir jede Nacht die reinste Piepschau. Ja? Piepschau, meinen Sie, Frau Schächtel? Ja, ich weiß nicht, mit so einer Erotikzeichen kenne ich mich nicht aus. So muss unser früher bei uns nicht gehen, gell? Ja. Apropos Erotik, was macht eigentlich Ihr Mann und seine Bandscheibe? Hm? Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, Frau Lechner, wenn der so weitermacht, wenn der so weit, dann reißt sie weg. Ja. Wie bitte? Ja, ich hau vom Stangl, gell? Ich hab gesagt, Hermann, du darfst mir halt nicht bettlägerig werden, gell? Das wünsche ich ihm allerdings auch nicht. Ja, ich hab gesagt, Hermann, sag ich, tue alles für dich, sag ich, aber wenn ich dich wickeln muss, dann wirst du eingeschläfert. Wirklich sehr amüsant. Und was sagt da so Ihr Mann dazu? Ich meine, er sagt, das weiß ich schon lange, Alte, dass du mich los haben willst, drum kochst du ja auch so schlecht, gell? Naja, aber Sie sind doch sicherlich eine sehr gute Köchin, Frau. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, in über 40 Jahren, wo ich für den Mann koche, muss ich sagen, bin ich erstaunt, dass der jeden Tag in der Früh wieder aufsteht, gell? Ich meine, ja, ein anderer war schon lange verrenkt, so sag ich ganz ehrlich. Ist super. Also jetzt muss ich wirklich... Weil wir gerade bei Ihrem Gespusi sind, bei Ihrem neuen, Frau Lechner. Ja, bei Ihrem Hutfall, bei Ihrem Stimmenschlag. Ja. Da wollte ich Ihnen noch sagen, dass Sie mir fein keinen Ausländer daherziehen, gell? Also, Frau Schächtel, woher wollen Sie denn wissen, dass mein Freund ein Ausländer ist? Ja, weil ich neulich mit dem Hermann habe ich XY geschaut. Dann habe ich gesagt, sag einmal hier, Hermann, da ist ein Typ, der schaut genauso aus wie der Frau Lechner, ihr neuer Freund. Also, Frau Schächtel, sage ich Ihnen mal was. Erstens glaube ich, dass Sie zu viel Fernsehen schauen. Zweitens kommt mein Freund aus Rosenheim. Und drittens ist er ganz sicherlich kein gesuchter Gewaltverbrecher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wiedersehen, okay? Wiedersehen. So, aus Rosenheim ist er der schwarze Rampfi, gell? Sagt er. Ja. Hermann, such einmal die Fernsehzeitschrift, ob da noch die Nummer von der XY-Sendung drin ist. Schau mal, da musst du einen Buckel rasieren.